Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir schauen uns gemeinsam die Neuzugänge aus dem Oktober 2019 an und stellen uns gemeinsam die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Insgesamt sind wohl 18 Bücher letztes Jahr im Oktober bei mir eingezogen. Ja, das klingt doch recht böse, aber ich bin wie immer sehr zuversichtlich, vor allem weil es ja, glaube ich, im letzten Monat auch so gut gelaufen ist, dass alle Bücher gelesen waren. Mal sehen, welche diesmal gelesen sind, welche vielleicht noch offen sind und ob es da auch irgendwie einen Grund gibt. Und ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal zusammen an. Ja, auch eine schöne Länge hat da die Steffi aus dem letzten Jahr. Da sind sie ja doch ein bisschen kürzer, aber gefällt mir auch gut. Ja, das erste Buch war V-Wars, die Vampirkriege von Jonathan Mayberry. Hatte ich gehört, gesprochen von David Nathan, weil es ja dann auch die Verfilmung, die Serie auf Netflix gab. Ist ja nicht wirklich eine Geschichte, die innerhalb eines Romanes sozusagen erzählt wird, sondern auch aus verschiedenen Kurzgeschichten gestrickt war und auch so Episoden. Ich weiß, dass ich das Hörbuch ganz spannend fand. Ich glaube auch, dass David Nathan hier wirklich sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich weiß aber, dass ich die Serie, ich glaube, nach 2 oder 3 Folgen auch abgebrochen habe. Von Cecilia Ahern ist Postscript eingezogen. Das ist ja im Grunde die Fortsetzung zu PS Ich liebe dich. Und ich weiß, dass ich hier ein bisschen gemischte Gefühle hatte, weil ich mich so gefragt habe, warum man die Geschichte nochmal aufgreifen muss, was das Ziel ist. Der Gedanke hier war ja, dass unsere Protagonistin anderen Leuten hilft, im Grunde Briefe zu schreiben, ähnlich wie es ja damals Hollys Mann auch gemacht hat. Ich habe es gelesen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich fand es okay und wahrscheinlich auch gefühliger, als ich es mag. Ich kann mich aber tatsächlich relativ wenig dran erinnern. Da ist PS Ich liebe dich definitiv ja, mehr im Gedächtnis. Von Lainey Taylor ist Strange the Dreamer eingezogen. Das ist, glaube ich, der erste Band zu Der Junge, der träumte. Ich weiß, dass man da den englischen Band aufgeteilt hat und ich habe den ersten Band auch gelesen. Ich weiß aber auch, dass ich diese Trennung in diesem Band wirklich überhaupt nicht gut fand. Weil gefühlt gerade als sich die Geschichte aufgebaut hat, war sie irgendwie zu Ende und dass ich doch ein bisschen gebraucht habe, um in diese Welt zu kommen. Ich glaube, ich fand sie gut. Es geht hier ja auch irgendwie um Bücher, soweit ich mich erinnere, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Gelesen, ja, aber dann auch die Reihe gar nicht mehr weiter verfolgt, weil ich irgendwie schon, ich glaube, auch einfach zu enttäuscht war, dass man den ersten an dieser Stelle getrennt hat. Und ich weiß auch nicht, ich kann damit nicht so warm werden, wenn im Deutschen Bücher getrennt werden und man nicht gleich alle beiden Bände so im Grunde greifbar hat. Das ist ja jetzt anders bei dieser Reihe von dieser Sahara Shannon. Da warte ich jetzt auf den zweiten Band. Ja, Space Opera von Catherine M. Valente war irgendwie eine Empfehlung, was wir letztes Jahr auf dem Treffen in Münster darüber gesprochen hatten, wurde von Simon Jäger gesprochen und habe ich in sehr positiver Erinnerung. Es war so ein bisschen ein DSDS im All und die verschiedensten Planeten müssen sich irgendwie dafür bewerben, dass sie ja eine Runde weiterkommen und nicht vernichtet werden, dass kein Krieg gegen sie geführt wird. Und ich weiß, dass es total irgendwie abstrus war und ich aber auch sehr unterhaltsam fand und ich so einen Humor tatsächlich auch ganz gerne mag. Und das auch Simon Jäger habe ich, also ja, ist definitiv ein Sprecher, der bei mir ja, relativ weit oben in den Top 5 auf jeden Fall mit dabei ist, wenn es nicht gar der Sprecher gefühlt ist. Ja, habe ich aber in guter Erinnerung, hat mir gefallen. Ja, Arno Strobels Offline war ein Jahreshighlight für mich. Hatte ich dann auch bei den Jahreshighlights im Adventskalender noch empfohlen. Ist auch mittlerweile in echt bei mir eingezogen. Hatte ich, glaube ich, als E-Book gelesen. Und das war ein Thriller, der mich umgehauen hat, der mich wirklich gefesselt und begeistert hat, der aber auch recht brutal war. Ich weiß, dass viele Strobel-Fans gesagt haben, es ist kein klassischer Strobe und deswegen hat er ihm nicht gefallen, aber ich bin noch mega gespannt auf die App. Ja, Die Arena, das ist der Auftakt, ich glaube, einer Trilogie, habe ich gelesen und abgebrochen, weil ich mit dieser Brutalität in dieser Welt und diesem zum Teil einfach brutal sein, aufgrund, dass man eben brutal ist, nicht so viel anfangen konnte. Ich fand, dass hier auch so manche Grenze für mich überschritten wurde und ja, an und für sich ist es, soweit ich weiß, ein Jugendbuch. Es hat natürlich auch ein bisschen an Panem erinnert und die klassischen Dystopien, meins war es nicht. Von Lauren Laney ist The Prenup eingezogen auf Englisch. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es war eine Empfehlung von der lieben Ruth. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich vergessen, dass ich dieses Buch habe.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was von Lauren Laney. Es ist ja irgendeine Autorin, von der ich schon was anderes gelesen habe. Und dann hat sich diese Geschichte so spannend angehört. Ich muss mir das mal in Erinnerung rufen. Ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also das erste Buch sozusagen jetzt, was noch nicht gelesen ist. Ja, aber englische Bücher hole ich mir dann doch tatsächlich sehr häufig auch bei der lieben Ruth, die ja auch sehr viel spricht. Ah, dann sind die Harderman-Bücher bei mir eingezogen. Ich glaube, die habe ich über Mediamops mir besorgt. Und da kommen zwei Bücher, zum einen Herr der Zeit und dann kommt noch Camouflage, sind beide gelesen. Ich weiß, dass ich Herr der Zeit richtig gut fand, war auf jeden Fall nicht das letzte Buch, aber mit so ein paar Schwächen. Und Camouflage ist bei mir irgendwie versehentlich in Englisch angekommen, hatte ich auch versucht zu lesen, also ich fand, glaube ich, das, was ich so verstanden habe, gut, aber mir war es in diesem Science-Fiction-Genre einfach doch ein bisschen zu schwierig, dem zur Gänze zu folgen. Dennoch habe ich Harderman noch, ich glaube, ein oder zwei Bücher auf der Wunschliste, war auch eine Empfehlung von einem Zuschauer, aber im Grunde beide gelesen und ja, auch für mehr oder weniger gut befunden. Ja, Der zweite Schlaf von Robert Harris, ebenfalls ein Jahreshighlight von mir. Ja, das war ein Thriller, ja, oder Roman der besonderen Art, wo wir ja irgendwie in der Zukunft sind, wo aber viele Dinge eher so sind wie im Mittelalter, nicht mehr so wie wir sie kennen, und wo eben auch der zweite Schlaf, den es eben auch im Mittelalter gab, eine große Rolle spielt. Und ich fand das großartig, auch toll als Hörbuch erzählt. Ich weiß, dass einige mit dem Ende nicht so richtig zurechtgekommen sind, aber mich hat diese Geschichte geflasht und wirklich sehr, sehr begeistert, mit wenigen Dingen, die ich irgendwie negativ ja, in Erinnerung habe. Wenn vorhin schon was von Mediamops da war, dann könnte jetzt gleich was von Rebuy kommen. Richtig, da sind nämlich, glaube ich, drei oder vier Nicolas Barreau bei mir eingezogen, nämlich die, die ich noch nicht hatte, weil ich, glaube, im letzten Jahr angefangen hatte, mal irgendein oder zwei zu lesen. Ich weiß jetzt gar nicht, welches das ist. Ist das Menü d'Amour? Ich weiß es gerade nicht. Also es sind drei Bücher eingezogen. Menü d'Amour ist eingezogen. Du findest mich am Ende der Welt und Eines Abends in Paris. Und zwei sind tatsächlich noch ungelesen. Eines Abends in Paris habe ich letztens erst mit der lieben Sarah Sophie gelesen. Menü d'Amour ist wohl tatsächlich eher ein Rezeptebuch, und dann bleibt ja noch Du findest mich am Ende der Welt in dieser süßen kleinen Ausgabe. Ja, aber zwei von dreien noch nicht gelesen, und wir waren ja auch ein bisschen enttäuscht von Eines Abends in Paris, was so toll angefangen hat. Und ja, sonst hätte man vielleicht direkt weitergemacht, aber ja, möchte ich auf jeden Fall auch zeitnah lesen. Und ja, oh, die Lichtsplitter-Saga von Erik Kellen, Mira Valentin ist eingezogen. Windherz ist der Auftakt, mittlerweile ist die Trilogie abgeschlossen und es ist eine knaller-epische Fantasy-Geschichte. Großartiges Bücherkino. Alle drei Bände haben mich begeistert und gefesselt. Die Kombi Kellen und Valentin hat super funktioniert. Beide erzählen ja auch von einer anderen Perspektive. Und ja, nicht nur, dass die Cover großartig sind, auch wirklich die Story dahinter kann ich nur empfehlen. Und ich finde, dass beide ja viel zu wenig Aufmerksamkeit irgendwie bekommen. Und ich kann von beiden immer nur schwärmen, dass mir das gut gefällt. Ja, von Julia Engelmann ist eingezogen. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Und ich glaube, das war so ziemlich das erste Buch. Ja, sie schreibt ja Poetry Slams, ist ja, glaube ich, dadurch auch berühmt geworden. Und hier haben wir, glaube ich, ihr viertes oder fünftes Werk, ist auch aktuell ein neues herausgekommen. Und ich weiß, dass ich von diesem Band im Grunde am enttäuschendsten war, dass ich mit den wenigsten Geschichten so richtig warm geworden bin. Ich finde es ganz schön, wie sie es vorträgt, und für mich sind diese Bücher dann auch immer Bücher, die in ziemlicher Originalgeschwindigkeit gehört werden, aber mich hat das damals, glaube ich, gar nicht so umgehauen, weswegen auch dieses noch nicht dieses Jahr eingezogen ist. Ja, Das Wesen der Wüste von Michael Martin habe ich über den Weltwach-Podcast entdeckt, den ich auch immer wieder empfehlen kann für alle, die Reisen, Abenteuer, Geschichten gerne hören. Und ich fand hier die Faszination der Wüste super spannend, toll erzählt. Michael Martin ist durch so viele Wüsten gereist, hat sich da auch so ja, verschiedene Zeiten angesehen, eben auch Dinge, die dazwischen irgendwie lagen, und ich fand, das hat er wirklich großartig gemacht. Und ich selbst bin ja auch eher der warme Mensch und liebe gerade auch den afrikanischen Kontinent, und da war ich natürlich auch schon in der einen oder anderen Wüste oder am Beginn der Wüste unterwegs, und ich kann diese Faszination, konnte ich so gut verstehen, und dass man sich darin verlieben kann. Ja, der neue Fitzek ist damals eingezogen, Das Geschenk. Der neue Fitzek steht ja gefühlt schon vor der Tür. Ich weiß, dass also die Optik, glaube ich, mit das Schönste an diesem Buch war. Ich weiß, dass mir auch der Start gut gefallen hat von Das Geschenk. Es war natürlich, ist immer bei Fitzek ein Page-Turner, aber er wird immer abstruser, fand ich. Und so ging es mir dann auch beim Geschenk, dass ja, ich irgendwann dazwischen dachte,
Ja, also da kommt eine Wendung zur nächsten und das toppt sich alles und das letzte Drittel war gefühlt an Absurdität dann nicht mehr irgendwie zu greifen und man kann es dann eigentlich nur noch mit Humor nehmen und Lesespaß und sagen, okay, aber die Geschichte hat mich irgendwie unterhalten und man sollte mit der Logik aufhören. Ja, Willow von Stefan Rentsch, da geht es um einen Alien, ich glaube in England oder was das in Deutschland, ich weiß, dass es da zwei Bücher gibt, habe ich aber gelesen, habe ich dann vertauscht beim Bayerischen Booktuber-Treffen, ich glaube dann im November, hat mir gut gefallen, aber war jetzt nicht irgendwie ein Highlight für mich. Mich hat sehr gestört, ich glaube, der Alien ist eine Frau geworden und der hat gefühlt alle 4 Wochen darüber erzählt, welche Probleme Frauen so haben und da habe ich mir gedacht, Junge, ich habe es auch schon beim ersten Mal verstanden, dass du erschüttert darüber bist, was auf der Erde so passiert, also ja, fand ich ganz, ganz anstrengend. Ich glaube, das waren sie jetzt auch schon, die 18 Bücher. Ich glaube, es sind noch so ein paar Bücher eingezogen, die nicht auf dem Sub landen, aber die schauen wir uns hier ja nicht an, die waren ja dann schon gelesen. Dementsprechend habe ich 3 Bücher ungelesen von 18, finde ich auch wieder einen ganz, ganz guten Schnitt und freut mich auf jeden Fall. Und ja, gerade The Prenup muss ich mir jetzt nochmal ansehen und ins Gedächtnis rufen, das ging irgendwie an mir vorbei, dass das bei mir eingezogen ist. Ja, so passiert natürlich manchmal auch, gerade wenn es dann nur ein E-Book ist und man sich vielleicht nicht irgendwo das Cover abspeichert oder bei Lovely Books mal vergisst, das auf dem Sub einzutragen, dann ist natürlich sowas auch irgendwie mal untergegangen, gerade weil es nur auf dem E-Book-Reader ist, aber ist nicht weiter schlimm. Ja, 3 von 18 finde ich wirklich gut, freut mich. Vielleicht kennt ihr ja eins der Bücher, die bei mir auf dem Sub liegen, gerade bei den Barrows wäre ich natürlich neugierig, ob das jemand schon gelesen hat und ja, ob die für gut befunden werden, dadurch, dass ja eines Abends in Paris doch ein bisschen enttäuschender war. Ja, das war es jetzt wieder, ein kleines Video von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Rückblick und danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.